Misha, André und ich hörten es von meinem Vater, einem stellvertretenden Leiter der Abteilung Planungswesen. Die große Freiheit ist wieder im Land, aber die kann sich in Russland nicht lange halten. Deshalb, mein Sohn, nutzt eure Chance. Ihr seid jung, habt nichts. Für euch ist Deutschland genau das Richtige. Da haben sie ein ganz stabiles soziales System. Da werden so ein paar Jungs mehr oder weniger gar nicht groß auffallen. Was? Wo ist denn dein Begrüßungsgeld? Ja, ganz klar. Wo kann ich hier rückgekehrt? Wir verkaufen Gurkengeld. Wir werden total reich. Was machen wir? Wir verkaufen Dosenbier und werden richtig reich. Richtig reich! Ah, nicker Gott, nach Gurkengeld. Spreche ich? Ja, mein Name ist Wladimir Kamina. Was ist Ihr Problem, Wladimir? Also ich bin in eine Frau verliebt und diese Frau, die will zurück nach Russland und ich weiß nicht, was ich machen soll. Mit dem Liebeskoma hilft Wodka mit Honig und Pfeffer. Misha, André und ich kamen im Sommer 1990 in Ostberlin an. Alle waren so glücklich und noch 6 Monate nach der Wiedervereinigung am Feiern. Denn in Wirklichkeit war nur Fußball-Weltmeisterschaft. Aus Paris! Wir waren jung und hatten nichts. Für uns war Deutschland genau das Richtige. Wir verkaufen Gurkengeld. Was machen wir? Wir verkaufen Dosenbier und werden richtig reich. Mit der Gott nach Gurkengeld! Gurkengeld! Seid ihr Russen? Ja. Russischer Heizabschneider! Ich muss Sie darauf hinweisen, dass für nicht-jüdische Sowjetbürger die Aufenthaltsgenehmigung nur 3 Monate gilt. Ich darf Sie bitten, mit uns zu kommen. Und jetzt? Früher wollten alle Juden einfach nur Russen sein. Und heute will plötzlich jeder Russe jüdisch werden. Also Sie haben sich hierfür nicht extra beschneiden lassen, oder? Ja, ist glatt wie eine Wurst. Und da lege ich alle meine alten Platten auf. Ja, super gut. Schlaft schön.